Auch nach 13 Stunden harter Arbeit erhält die Näherin kaum genug Lohn, um damit ihren Lebensunterhalt zu decken. Egal ob Lebensmittel, Miete oder Medikamente, das Geld reicht nicht aus. Das ist kein Einzelfall. Für 30 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter der Kleiderindustrie gehören Hungerlöhne und unzählige Überstunden zum Alltag. Hungerlöhne, weil zum Beispiel in Asien der gesetzlich festgelegte Mindestlohn gerade mal 20 bis 60% der Lebenskosten deckt, falls der Mindestlohn überhaupt ausbezahlt wird. Und die Folgen sind schlechte Ernährung, kaum Geld für Schulbildung sowie medizinische Versorgung und praktisch keine Zeit für die Kinderbetreuung. Wer ist schuld? Unter den kleiderherstellenden Ländern wie Bangladesch, China und Indien herrscht ein erbitterter Kampf um die Aufträge der Kleiderindustrie. Deshalb setzen die Regierungen den Mindestlohn tiefer als den Existenzlohn an. Denn Kleider werden dort produziert, wo es am günstigsten ist. Und während die Kleiderindustrie von den Mindestlöhnen profitiert und ihren Gewinn steigert, leben Millionen von Näherinnen nach wie vor ein unmenschliches Leben. Dabei würde bereits ein kleiner Betrag einen großen Unterschied machen. Nur 10 Rappen mehr Lohn pro T-Shirt würden reichen, um den Näherinnen ein Leben in Würde statt Armut zu ermöglichen. Doch 99% der Kleiderfirmen sind nicht bereit, einen Existenzlohn zu bezahlen. Wir fordern 10 Rappen für ein würdiges Leben. Existenzlohn für alle. Mach jetzt mit. Verschicke ein Protestvideo mit deiner persönlichen Botschaft. Wähle zuerst die Markenfirma, schreibe deine persönliche Botschaft und schick sie in deinem Namen ab. Denn deine Stimme zählt. Vielen Dank für deine Unterstützung.